Hallo und herzlich willkommen zu Cyberpunk 2077. Ja, normalerweise ist es ja so, dass ich hauptsächlich ARK spiele, aber ich dachte, ich probiere mal was Neues und ja, fordere meinen Rechner noch ein bisschen. Der ist ja nicht so ein Mittelklasse-Ding, also werden wir sehen, was grafisch da machbar ist. Ich habe ein bisschen kurz angespielt, damit ich die Grafikeinstellung einstellen kann. Noch nichts wirklich geschafft, deswegen starten wir mal auf normal. Und ich würde gern mit als Nomade starten. Und ja, mal sehen, was das für eine Story ist. So, jetzt geht's los. Diese Einstellerei. So, ich werde eben einen Charakter schnell erstellen und ja. Ich bin wie? Ich bin Wie. Ich bin Wie, ja. Und ich werde eben schnell Charakter erstellen und wir sehen uns gleich sofort wieder. So, das ist unser Charakter. Der sieht von weitem ein bisschen komisch aus. Mal näher dran. Boah, gesichtmäßig würde ich sagen, Schönling. So, wir können hier Punkte verteilen. Charakterfertigkeiten. Konstitution. 5 zusätzliche Gesundheitspunkte, 3 zusätzliche Ausdauer. Jo. Was auch immer noch da alles beikommt. Intelligenz, Cyberdeck, Speicherkapazität, Schaden durch Quick Hacks und Dauer der Quick Hacks. Nehmen wir auch ein. Wir nehmen überall erstmal ein. Wir haben nur noch einen Punkt über. Jetzt müssen wir. Coolness ist kritischer Schaden. Deine technische Fähigkeit bestimmt dein technisches Können. Erlaubt dir Türen zu öffnen. Bla bla bla. Nehmen wir. Weiter. Alles ausgegeben. Das ist unsere Zusammenfassung. Ich bestätige das. Und los geht's. Fortfahren drücken. Nutzer unbekannt. Ich hoffe, das Bild ist für euch in Ordnung. Als ich hier war. Du warst dir sicher. Weil bei mir flackert das in meiner Aufnahme. So, willkommen in Cyberpunk City. Dein erster Besuch in Night City. Jum. Verfolge die Tutorials aufmerksam, bla bla bla. Ja. Okay. Geht schon gut los mit den Verfolgen der Tutorials. Du bist jetzt in einer anderen Werkstatt, wo keiner fragt, was ein Nomade allein an der Grenze macht. Ich zahl dir, was wir abgemacht hatten. Kein Annie mehr. Für den Betrag leihe ich dir mein Werkzeug und du machst es selbst. Ja, da mache ich halt selber. Mach ich auch. Geh zur Seite. Hast du einen Schimmer, was du tun musst? Also. Ich umgehe die Kupplung und produziere einen Hitzdraht. Läuft der Kompressor. Da funkt es. Gibt einen Kolben. Kann ja schon nicht gut sein. Hat irgendwer die Null gewählt? Bike in den Wagen. Okay. Puh. Okay, mal sehen, was jetzt passiert. Ich hab's dir gesagt. Oh, oh, das klingt nicht gut. Ah, der ist kurz vorm Starten, jetzt aber. Oh, der klingt aber wie ein Formel-1-Wagen. Fragt sich nur, wie lange das hält. Lang genug, bis ich Night City erreiche. Da überlege ich mir was anderes. Logisch. Ich suche jemanden. Jackie Wells. Hast du ihn zufällig...
Ich sag doch, machbar. Bestenfalls mittelmäßig. Keine richtige Reparatur. Hättest auch Spucke und Klebeband nehmen können. Es läuft. Mehr muss es nicht. Die Antenne an dem Schrotthaufen sieht nicht nach viel aus. Damit hört man kaum was. Was du nicht sagst. Oh, wer kommt denn da? Hey Mike, wusstest du nicht, dass du Kundschaft hast? Er ist vor ein paar Stunden reingerollt. Ich dachte, er hätte dich angerufen. Überhaupt kein Problem, Mike. Wir klären das schon. Irgendwelche Waffen hier am Rumliegen? Ich glaube, das gibt gleich Stress. Weißt du nicht, dass man dem Sheriff Bescheid sagt, wenn man in eine Stadt kommt? Erklärt, was man da zu suchen hat. Vielleicht bei einer Tasse Kaffee. Bin nur auf der Durchreise. Ich bleib nicht lang. Das beantwortet nicht meine Frage, oder? Mein Name ist Andrew Jones. Hast sicher schon von mir gehört. Nicht, dass ich wüsste. Nein. Hab im letzten Krieg gedient. Spezialeinheit. Silber Shogun. Sagen dir die was? Ich bin neu hier. Nein. Nie gehört. Machst dich wohl gerne unbeliebt. Wa? Nein, ich sag nur die Wahrheit. Ist das eine Nomadenkarre? Hätte ich mir denken können. Ich repariere sie und hau ab. Hab keinen Grund, hier zu bleiben. Verdammt richtig. Den hast du nicht. Nichts kotzt mich mehr an als ein abgewichster Streuner. Bitte? Hat dein Clan sein Lager aufgeschlagen? Gehörst du zu denen, die alles glauben, was die Politiker sagen? Dass Nomaden das größte Übel der Welt sind? Nein. Ich schätze Ordnung. Die Konzerne haben uns Ordnung gebracht und ich will, dass sie erhalten bleiben. Die Konzerne bezahlen dich und haben dich wie ein Hund an der Leine. Aber du willst nicht sehen, wenn man mich von der Leine lässt. Also nochmal. Wo ist dein Clan? Es gibt keinen Clan. Es gibt kein Lager. Ich bin alleine hier. Kaufe ich dir nicht ab. Euch Köter gibt's nur im Rudel. Meine Familie ist zerrüttet. Darum bin ich unterwegs nach Night City. Ein Ausgestoßener unter Ausgestoßenen. Hoffe, du haust eher früher als später wieder ab. Gastfreundschaft ist euch wohl. Ich habe gehört, der Ort ist besonders gastfreundlich. Schön zu sehen, dass das stimmt. Klar sind wir gastfreundlich. Zu Leuten, die wissen, wie man sich benimmt. Hab ein Funkturm von unterwegs gesehen. Meine Antenne ist im Eimer. Und ich muss wen kontaktieren. Nein, du musst ohne weiteres Gerede von hier verschwinden. Wir wollen nicht, dass du hier rumlungerst. Okay. Du hörst dich echt gerne reden, oder? Was hast du gesagt, hä? Wiederhol das ruhig. Ich? Hab nichts gesagt. Okay, wir sind einfach abgehauen. Da ist dieser Funkturm, von dem wir gesprochen haben. Okay, an das Fahren muss ich mich noch gewöhnen. So, einmal aussteigen. Ja, das ist ein Funkturm. Aufmachen. Na toll. Okay, eintreten. Ja, ganz radikal. Gibt es irgendwelche Sachen zum Aufheben? Ich diene nicht danach aus. Nö. Oh, da ist die City da hinten. Ist noch eine City irgendwo in der Nähe? Der Sheriff läuft wenigstens nicht hinter mir nach dem schlauen Spruch. Die, die, die. Was ist das denn?
irgendwie. Springen am Ende hier? Nein, definitiv nicht. Hallo? Kletter mal die verdammte Leiter hoch. Gibt's einen Trick? Oh, jetzt geht's. Ja, da vorne muss ich auf jeden Fall hin. Und eben anklemmen. Typischer USB-Anschluss. Hallo? Bitte kommen! Bitte kommen! Frequenz steht endlich. Willie McCoy, schön deine Stimme zu hören. Wie? Ich wünschte, das könnte ich auch sagen. Warum nicht? Du hast den Clan verlassen. Ich kann dir nicht helfen. Toll. Seit wann bist du so vorsichtig? Ich nenne das loyal. Das System funktioniert nur, wenn alle sich an die Regeln halten. Das ist Nomadenrevier, also kriegen Nomaden die Jobs. Wäre kein Problem, wenn du noch bei den Backers wärst. Okay. Du hättest dich wie die anderen der Snake Nation anschließen sollen. Snake Nation kann mich mal. Ich brauche deine Hilfe. Ein letztes Mal. Schon wieder ein letztes Mal? Ja. Ich muss den Klienten mit meiner Ladung finden, aber ich weiß nicht, wo er ist. Richtiger Ort, richtige Zeit. Du warst da? Mein Auto ist im Arsch, die elektrische Kupplung. Ist ein Wunder, dass ich hier bin. Vielleicht hat der Klient eine Nachricht hinterlassen. Kannst du mal checken? Gut, aber das ist das letzte Mal, wirklich. Wie heißt der Klient? Jackie Wells. Oh, hat echt eine Nachricht hinterlassen. Er wartet auf einer Farm. Ich schicke dir die Standortdaten. Danke, Willy. Hast was gut bei mir. In der Tat. Lass dich nicht umbringen. Und ruf nicht nochmal an. Okay. Schade. Scheinbar haben wir einen guten Freund verloren. Leiter benutzen, ja. Bevor ich da runterspringe. Kehre zum Wagen zurück, zu unserem Golf. Sah auf jeden Fall aus wie ein Golf. Golf 2 oder so. Ist auch ein Golf, oder? Ja, definitiv Golf 2, 5-Türer. Ja, könnte hinkommen. Oben in auf der rechten Seite haben wir eine kleine Karte, die wir uns halten können. 150 Meter müssen wir fahren. Mit Warp-Geschwindigkeit. Alter Schwede, die Kiste geht vorwärts. Ich hoffe, da kommt kein Verkehr. Scheint auf jeden Fall nicht viel los zu sein. Laut Karte fahren wir noch richtig. Was mich aber noch stört, ist, dass die Karte sich irgendwie nicht rauszoomt beim Autofahren, weil so schnell kann man bestimmt nicht reagieren. So wie jetzt. Ich habe gerade einen Kaktus platt gemacht. So ein Pech. Und noch einen. Und. Oh, schade. Oh, Entschuldigung. Muss ich vorsichtig sein? Schiss, ich muss hier sesshaft werden. Hoffe, du bist meinetwegen hier. Bist du Wells? Jackie, por favor. Ich bin Vee. Du hast Fracht, die transportiert werden muss? Wo ich herkomme, gibt man erst ein Stück von sich selbst preis, bevor man übers Geschäft redet. Eine Art Brauch oder nur gute Manieren. Du hast also Prinzipien. Man braucht Rückgrat, Gabron. Das ist das Einzige, was einem nie jemand nehmen kann. Na dann, fang du zuerst an. Gebürtiger Ensia. Haywood fließt durch meine Adern. Ich war noch nie in NC. Das sagt mir nicht sonderlich viel. Stell dir einen Ort vor, wo jeder wie dein Bruder oder deine Schwester oder zumindest ein entfernter Cousin ist. Klingt einleuchtend. Man muss sich nicht mögen, aber man gehört zur Familie. So ist es in Haywood. Außerdem sind alle bewaffnet. Na toll. Man könnte sagen, ich komme aus meinem eigenen Haywood.
Wir zwei werden blendend miteinander klarkommen. Die Fracht. Was ist da drin? Je weniger du weißt, desto besser schläfst du nachts. Ja, stimmt, der Transport hat auch Regeln. Das ist gut so. Du weißt nicht, was wir schmuggeln? Das sind gestohlene Konzerngüter. Gestohlen? Ah, die verloren. Ein anderer gefunden und weitergegeben. Jetzt sind die hier. Du weißt schon, Schmetterlingseffekt oder so. Und niemand sucht nach dieser Kiste. Kein Problem, wenn jemand sucht. Solange wir sie über die Grenze kriegen, bevor er sie findet, oder? Laden wir sie ins Auto. A huevo. Ja. Warte mal. Ich hab hier vorne was gesehen. Ballplatte. Ich hatte schon gedacht, du kommst nicht. Ich wurde aufgehalten. Und du warst nicht gerade leicht zu finden. Wollte unbemerkt bleiben. Der Sheriff wirkt wie ein ziemlich... Hier noch irgendwas? Da unten. Ja. Hier ist auch noch was. Hier noch was in der Ecke. Ah, hier ist auch noch was. Medizinische Schere. Das werden wir bestimmt öfters gebrauchen. Für 5 Dollar gibt es hier was. Was für Pflanzen sind hier drin? Irgendwas noch irgendwas anderes drin außer Pflanzen? Ich hoffe nicht. Kakerlaken haben mir schon gereicht. Ja. Mach dir mal auf. Passt überhaupt rein? Perfekt. Verdammtes Schwergewicht. Ich hoffe, du hast keine Angst. Wir müssen nicht einfach in die Stadt da vorne wieder zurück. Dann hast du das Frachtverzeichnis vom Transport? Logisch. Hat der Fixer dir keine Infos zum Job gegeben? Hat er. Wollte nur sicher gehen. Ui. Wir sind beide Profis, oder? Sag mal, du hast doch schon mal was geschmuggelt, oder? Warum? Hast du Angst? Ich? Was macht der Hubschrauber da? Da ist ein Kontrollpunkt, mein Freund. Oh, irgendwas, Hey, der Grenzübergang. Was machen wir jetzt? Nichts. Das fällt dir aber früher ein. Und checken unsere Papiere. Okay. Ich übernehme das Reden. Wenn jetzt nicht schneller fahren? Okay. Mach dir keine Sorgen. Bitte den Wagen in den Inspektionsbereich fahren. Claro. Bitte im Fahrzeug bleiben. Die jo. Sicherheitskontrolle beginnt gleich. Hab ein echt mieses Gefühl. Ach, warum? Dir ist klar, dass die merken, wenn du nervös bist. Du musst dich beruhigen. Ja, claro. Recht? Gib mir das Frachtverzeichnis. Das müssen Sie angucken. Ja, nehm. Lass mal sehen. Ha, als verlustig abgestempelt. Perfekt. Was soll das heißen? Die Lieferung wurde schon dafür registriert, gleich hinter der Grenze verloren zu gehen. Oh, also wissen die, dass wir schmuggeln? Sie werden es gleich rausfinden. Sehr gut. Der Besitzer des Fahrzeugs im Inspektionsbereich hat sich für weitere Fragen zu melden. Na super. Chinga da madre. Was jetzt? Komme ich noch nicht an die Tasten gewöhnen. Und mit Q und E muss man da die Auswahl. Alles Teil des Plans. Okay, du weißt, was du tust. Schon klar. Wenn wir wollen, dass ein Zollbeamter nicht so genau hinguckt, müssen wir ihm was geben. Hast du den Credit mit dem Bestechungsgeld dabei? Oh, ach ja. Fast vergessen. Klar. Vergessen. Das funktioniert immer. Vergessen. Ich lasse den Motor laufen, falls wir uns schnell verbissen müssen. Mach das. Da lang. Okay. Boah, hab ich mich erschreckt. Spinner. Geht's noch?
Alle Waffen müssen hier abgelegt werden. Entschuldigung, ja. Ich wusste gar nicht, dass ich eine dabei habe. Bitte in Zimmer 2 melden. Okay. Pass mal auf! Setz dich. Okay. Papiere. Ich kenne die Regeln. Es ist alles da. Könnte sein oder auch nicht. Werden wir sehen. Was transportiert ihr? Hier steht's. Du hast komische Augen. Alles? Wenn was nicht stimmt, sag's einfach. Bin sicher, wir können uns einigen. Ich hab noch nichts gesagt. Die Frage ist, ob ich was nicht Reguläres erwarten sollte. Das hier gehört noch zum Frachtverzeichnis dazu. Ah ja. Zu welchem Nomadenclan gehörst du nochmal? Ich gehöre zu keinem Clan. Ich arbeite allein. Mutig und ziemlich unklug. Immer wenn ich jemanden wie dich sehe, bin ich dankbar, nicht auf deiner Seite vom Tisch zu sein. Kann ich glatt erwidern. Geh schon. Dein Partner wartet im Wagen auf dich. Vielen Dank. Ging ja doch einfacher wie gedacht. Deine Sachen. Achso, ja, Nimm meine Waffe wieder, bitte. Vorsicht mit dem Spielzeug. Und willkommen in Night City. Kleinen Scheißer denken, Night City ist eine Art Schlaraffenland. Was erwartest du? Mal gucken, bevor man über die Straße geht. Was ist da denn ihm passiert? Sag ich dir gleich. Jetzt müssen wir hier weg. Ja, okay. Wärst du? Mein Auto? Mein Golf 2? Ciao. Eine Waffe. Du siehst immer noch nervös aus, mein Freund. Und das Licht war gerade ein bisschen komisch. Sagst du mir jetzt, was da drin passiert ist? Sagen wir mal, ich habe ein schlechtes Gefühl hierbei. Oh oh. Passiert dir das oft? Selten. Riecht das für dich nach Ärger? Fahr, Jackie. Fahr einfach. Wie wär's, wenn du ein bisschen mehr Gas gibst? Die Karre kann schneller fahren. Da kommt jemand. Das sieht nicht gut für uns aus. Wo? Auch da von vorne. Sofort das Fahrzeug anhalten! Nichts wie weg hier! Bin dabei! Ihr transportiert Schmuggelware, die Konzerneigentum ist. Ich wiederhole! Ich hoffe, du kannst fahren. Sofort anhalten! Du fährst wie meine Oma. Obwohl, meine Oma fährt schneller wie du. Waffe ziehen, alt. Zweimal alt drücken, Waffe wegstecken, wieder setzen. Schießen. Alles klar. Oh, kann ich gut schießen. Das denn für der Waffe? Oh, Entschuldigung. Was hältst du aus? Was hat der für eine Windschutzscheibe? Wofür habe ich auch das Bestechungsgeld bezahlt? Beim Alt? Wo kommst du zurück? Was ist hier los? Da. Warum geht er nicht kaputt? So, jetzt. Hui. Das schien geplant zu sein. Ja, also du hast sie abgehängt, ich hab die abgeballert. Meine Nerven das aushalten. Fahr weiter.
Hier können wir nicht bleiben. Der Ort wirkt verlassen. Wir halten hier an. Ich muss ein paar Sachen regeln, bevor wir weiter können. Was war das denn? Wir glitschen hier ein bisschen durch die Gegend. Die hätten uns fast erwischt. Das nennst du Schmuggeln? Chingado! Das sollte glatt laufen. Ohne Probleme. Beruhige dich. Manchmal passiert sowas halt. Sowas? So ein Scheiß passiert halt? Die Grenzbeamten haben dem Konzern gesteckt, dass wir ihre Fracht haben. Was fällt diesen Grenzbissern ein, uns zu ficken, wie es ihnen gefällt? Ohne irgendwelche Konsequenzen. Er hat was riskiert. Hat geahnt, dass kein Clan hinter uns steht. Und er hatte recht. Oh, bin der am Ende ridiculo. Und was jetzt? Wir sind über die Grenze. Ups. Jetzt bezahlst du mich und unsere Wege trennen sich. Bin allerdings etwas abgebrannt. Kann dich also gerade nicht bezahlen. Na, sehr gut. Aber du kriegst deine Kohle, sobald ich für diesen Konzernscheiß hier bezahlt werde. Und du erwartest, dass ich geduldig darauf warte, ja? Ehrlich gesagt wollte ich dich gar nicht bezahlen. Hatte vor, abzuhauen, sobald wir über die Grenze sind. Aber du bist in Ordnung. Das ist ja nett. Ich schätze die Ehrlichkeit. Danke. Und, was nun? Jetzt gucken wir mal rein. Jo, bin mal gespannt, was da drin ist. Sesam, öffne dich. Oh, Scheiße. Da steht Arasaka auf der Kiste. Wir beklauen ganz fette Fische. Dann machen wir hoffentlich Fettkohle damit. Ja, als ob. No mames. Ein echter Leguan. Kleiner Antillen-Leguan, glaube ich. Kleiner Anti-was? Ja, hab was im Fernsehen über sie gesehen. Sind vor 30 Jahren ausgestorben. Die kommen von den kleinen Antillen. Bist weit gereist, mein schuppiger Freund. Meinst du, du kannst ihn zu Geld machen? Klar, sollte uns zufriedenstellen. Uns? Ja, Partner. Halbe. Jeder halbwegs vernünftige Fixer findet einen Bonzen, der an sowas interessiert ist. Okay. Eigentlich schade. Wollte schon immer ein Haustier. Ich hätte ihn Manny genannt. Ja, genau. Manny. Sag mal, hast du eigentlich schon Pläne, was du in Night City machen willst? Warum fragst du? Weil ich das Gefühl habe, du hast eine Menge Zeit und nichts zu tun. Und in Ends richtig geraten. Kommt man ohne Kumpels nicht besonders weit. Aber keine Sorge, ich helfe dir, eine Unterkunft zu finden. Musst dir irgendwo leben. Wichtig, Leute zu haben, auf die du zählen kannst. Familie und so. Vielleicht findest du ja eine neue in Night City. Danke, ja, das cool. Weiß ich zu schätzen. Nehme ich an. Zwischen uns beiden stimmt die Chemie. Wäre ein Jammer, das zu verschwenden, Partner. Hey! Oh, verschmutzt cool, mich. Ist schon aufgetaut. Okay, Partner. Schaffen wir den Leguan weg von hier. Jo, das war die erste Folge. Stanley hier und vor uns. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder als Nomade. Wir schauen uns noch die Sequenz an und dann geht's in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen, hinterlasst ein Like und ein Abo und wir sehen uns bald wieder. Jeden Tag gibt es hier 100 Neuankömmlinge, aber nur die Hälfte dieser Deppen überlebt das erste Jahr in einem guten Jahr. Und warum kommen diese Leute nach NC? Weil sie Straßensamurais wie Morgan Blackhand und Waylon Boa Boa sein wollen. Je größer das Risiko, desto größer die Belohnung. Heißt es zumindest. Aber man kann nicht ewig ganz vorne dabei sein. Je schneller du lebst, desto schneller bist du am Ende. Wenn du nicht schon vorher eine Kugel abkriegst. Wisst ihr, wo man die meisten Night City-Legenden findet? Auf dem Friedhof. Glücklicherweise ist es egal, woher du kommst.
wo du anfängst. Es geht nur darum, welchen Weg du gehst. In Night City, der Stadt der Träume.